Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Aktienfreunde. Heute ein ganz besonderes Bonbon für euch, denn Bernecker kritisiert das Starterdepot. Das Starterdepot sagt vielen Zuschauern sicherlich was, denn viele von euch haben mit dem Starterdepot angefangen zu investieren. Das wissen wir, weil wir oft auch auf den Börsentagen sind und da Feedback von euch kriegen, natürlich auch Online-Feedback kriegen. Andere wiederum lassen sich inspirieren vom Starterdepot. Angegründet 2019, Mitte 2019 haben wir das angefangen. Und jetzt haben wir jemanden ganz besonderen zu Gast, nämlich den Volker Schulz. Und der Volker Schulz ist ein Analyst, Redakteur bei den Bernecker Börsenbriefen. Und Volker, vielen Dank, dass du da bist und erzähl doch mal ein bisschen was über dich und auch vielleicht über Bernecker Börsenbriefe. Ja, hallo Thorsten. Erstmal vielen Dank dafür, dass wir uns hier auf deinem Kanal präsentieren dürfen. Vielleicht mal zu uns oder erstmal zu mir. Ich bin eigentlich so der klassische BWLer. Ich habe in Aachen BWL studiert, habe damals eigentlich die Hälfte des Studiums mehr vor dem Reuters Terminal zugebracht als in den Hörsälen. Bin dann nach meinem Studium bei UBS Warburg im Aktien-Sales gelandet, weil mich das Thema eigentlich schon immer Börse fasziniert hat. Bin dann 2001 bei Bernecker hier in Düsseldorf gelandet, bin inzwischen hier auch Redaktionsleiter und stehe inhaltlich natürlich ganz besonders für den Aktionärsbrief und natürlich auch für Bernecker TV. Wir haben ja auch hier unseren eigenen TV-Kanal. Ich halte Vorträge, ich gebe auch hier und da Webinare. Ich halte auch schon mal meinen Kopf bei Welt TV in die Kamera. Ich bin weniger der Trader, ich bin mehr der Investor, wie du auch, also sehr fundamental geprägt, natürlich auch ein bisschen technisch geprägt. Im Vordergrund steht für mich aber grundsätzlich erst immer die Story, dann schaue ich auf das Fundamentale und ich finde unsere Kooperation wirklich besonders reizvoll, weil diese Kombination aus Nachhaltigkeit von Fundamentaldaten, was ihr ja auch auf eurer Plattform darstellt, und einer guten Story, das bestimmt am Ende die Höhe des Ertrages. Und deshalb finde ich das klasse, dass ich jetzt heute hier sein kann. Genau, und ob wir es hier mit nachhaltiger Qualität zu tun haben und noch gute Stories im Starterdepot, da hast du dir einige Aktien rausgesucht und die schaust du dir an. Da wird es dann auch Pro und Contra geben. Und soweit ich weiß, ist da auch eine Aktie dabei, wo du einen Alternativvorschlag hast, um sie zu ersetzen. Das heißt, es wird nicht 100% nur Kopfnicken sein von deiner Seite aus. Bevor wir jetzt dann aber... 90%, Thorsten. Ja, 90%. Also wenn ich richtig gerechnet habe, es ist weniger. Ne? 80% genau. Kopfnicken. Okay. Genau. Also hier, laut Skript sind es 80%. Okay, also ihr könnt gespannt sein, welche Aktie der Volker vorschlägt zu ersetzen. Vorher aber ganz kurz für den einen oder anderen, der das Starterdepot noch nicht kennt. Ich teile den Bildschirm hier. Ihr könnt das Starterdepot einsehen hier auf unserer Webseite aktienfinder.net unter Echtgeld. Es ist nämlich echtes Geld, das Starterdepot. Und wenn ihr hier reinklickt auf Starterdepot, dann seht ihr die 20 Aktien, die wir besparen seit 2019, Mitte 2019. Das sind die 20 Aktien. Ihr könnt da aber auch die ganzen Zahlen live sozusagen sehen. Also sind stets aktualisiert. Der aktuelle Marktwert bei um die 40.000 Euro. Und ihr seht dann hier beispielsweise die Diversifikation der einzelnen Positionen. Die einzelnen Positionen seht ihr auch hier ganz klassisch. Eine Zeile, eine Position mit Gewinn- und Verlustrechnung etc. Das, was wir im Bestand haben, aber auch die verkauften Positionen. Die eine oder andere Aktie haben wir tatsächlich bereits ersetzt. Ohne Bernecker noch damals. Jetzt vielleicht mit. Und was dann auch immer ganz interessant ist und was auch immer kommt, und deshalb wollen wir das vorwegnehmen, das ist dann die Frage nach der Performance. Und deshalb habe ich das hier auch für euch vorbereitet, gemeinsam mit dem Volker. Und zwar haben wir hier das Starterdepot im Vergleich zu anderen Benchmarks. Im Starterdepot, da investieren wir in Dividendenaktien, zumindest sind 19 von den 20 Aktien Dividendenaktien. Die offizielle Lesart lautet, wir machen dynamisches Dividendenwachstum. Also wir haben sozusagen eine kleine Mischung aus Growth und Dividenden, wenn man so möchte. Und wir haben hier die grün schraffierte Fläche, die Performance des Starterdepots. Und dann haben wir noch ein paar Benchmarks eingeblendet. Das sind ETFs, Dividenden-ETFs. Und man sieht,
die Klassiker, in Anführungszeichen, die so in Dividendenaristokraten beispielsweise investieren, die performen eigentlich relativ schlecht. Dann haben wir hier noch einen anderen ETF gefunden, der heißt iShares Dividend Growth. Der kommt also unserer Strategie wohl recht nah und der performt auch ähnlich wie unser Starterdepot. Und als kleinen Bonus noch, weil die Frage käme dann auch im Kommentar und wahrscheinlich kommt sie auch so im Kommentar, weil jemand das Video nicht gesehen hat, aber trotzdem fragt, das ist, wie schneidet denn das Starterdepot im Vergleich zum MSCI World ab? Und da haben wir auch den MSCI World und da seht ihr, also es ist ein absolutes Kopf-an-Kopf-Rennen, geben sich nichts und das ist eigentlich ganz positiv hervorzuheben für das Starterdepot, denn ja, ihr wisst ja wahrscheinlich, dass die eigentlichen Kursraketen, Magnificent Seven lautet das Stichwort, eher Aktien sind, die keine bzw. extrem wenig Dividende ausschütten und wir haben eine deutlich höhere Dividendenrendite im Starterdepot. So, so viel mal kurz zum Benchmark im Schnelldurchblick, also Durchlauf. Ihr habt jetzt einen gewissen Eindruck im Starterdepot. Da würde ich sagen, Volker, gehen wir jetzt in die Vollen. Nimm das Starterdepot gerne in die Mangel. Ja, sehr gerne, Thorsten. Zunächst nochmal ein Kompliment für euer Starterdepot. Es zeigt ja schon, dass wirklich die Fokussierung auf Qualität, die Fokussierung auf eine dynamische Dividendenstrategie auch eine Outperformance zu den meisten Benchmarks bringt. Ja, also das sieht man ganz deutlich. Also kann ich hier nur sagen, weiter so. Das ist schon eine sehr, sehr gute Leistung. Zu den Einzelwerten in euren Portfolios. Alle können wir leider nicht besprechen. Dafür reicht nicht die Zeit. Dann würden wir hier wahrscheinlich 4 oder 5 Stunden sitzen. Ich habe mir einfach mal 5 Werte herausgepickt. Schlage euch noch einen Titel dann vor, den man vielleicht austauschen könnte. Und ich möchte einfach mal mit Amazon beginnen, denn Amazon liegt auch bei uns im Around-Portfolio, im Aktionärsbrief. Ich glaube, dass für Amazon jetzt erst der Beginn einer neuen Ära steht. Ich nenne es Andy Jassy Ära, das ist ja der neue CEO und ich komme jetzt einfach mal auf Storytelling zu sprechen. Ich sehe für Amazon jetzt außerhalb der Fundamentals 3 massive Trigger dafür, dass die Aktie in den nächsten Quartalen und Jahren eine sehr gute Performance zeigen wird. Der erste Trigger, der liegt darin, dass Amazon seine Fulfillment-Fähigkeiten im Online-Handel deutlich verbessert hat. Man hatte ja in den letzten Jahren massiv investiert. Darunter hat dann der freie Cashflow natürlich ein bisschen gelitten, ganz klar. Ich glaube, das kannst du auch auf deiner Datenbank eindrucksvoll zeigen. Ja, der Online-Handel, der steht ja für 64% des Gesamtumsatzes, wenn man das Drittgeschäft noch mit einbezieht. Und diese Fulfillment-Fähigkeiten für Amazon, die bedeuten eben jetzt, dass man Bestellungen viel effizienter bearbeiten und versenden kann. Ja, das heißt, es gab sehr hohe Effizienzinvestitionen, es gab hohe Investitionen in die Automatisierung von Lager- und Versandprozessen. Ja, die Lieferkette wurde optimiert. Und am Ende resultieren daraus eben niedrigere Stückkosten, ja, schnellere Liefergeschwindigkeiten und dann natürlich auch wiederum bessere Cashflows. Das war ja immer so ein bisschen das Problemkind hinsichtlich der Profitabilität bei Amazon. Richtig, weil durch den Onlinehandel, da ist er prinzipiell eher margenschwach. Genau. Ja. Und wir haben jetzt dann, wenn man die Prognosen ansieht, angeblich sehr stark steigende Margen und freie Cashflows. Genau, und vielleicht noch der zweite Trigger, den ich eben aufgeführt habe. Das ist natürlich AWS. Klar, kennen alle AWS, die Nummer 1 der Welt bei Cloud-Computing-Diensten. Man hat 31% globalen Marktanteil und man tritt hier eben gerade in eine neue Phase ein, in die KI-Phase. Kein Unternehmen kann es sich halt in Zukunft leisten, auf KI-Integration in den Produktionsprozess oder in die Dienstleistungen, die man anbietet, verzichten zu können. Sonst verliert man schlicht den Anschluss. Ja, und AWS ermöglicht es den Kunden eben, diese Anwendungen und Lösungen zu entwickeln. Dann setzt man selbst auch noch KI dafür ein, dass man seine eigenen Dienste qualitativ aufwertet und auch effizienter gestalten kann. Und ja, AWS schafft eine Marge operativ von 30%. Tendenz steigend, das heißt, das Ende der Fahnenstange haben wir hier noch gar nicht gesehen. Und man genießt Preismacht, ja, die komplette IT-Infrastruktur
wer das benutzt von AWS, ja, der kann einen nicht einfach sagen, hey, ich wechsle jetzt morgen mal, ja, das passiert definitiv nicht, denn diese komplette IT-Infrastruktur, wie sie zum Beispiel die Deutsche Bahn nutzt, ja, von AWS, das ist schon sehr, sehr existenziell. Mhm. AWS heute sagt, hey, Deutsche Bahn, wir schalten unseren Dienst ab, dann fährt hier 2 Jahre kein Zug mehr. Ja, also das ist schon eine Marktmacht, die man hat. Analysten taxieren glaubhaft, dass AWS seinen Umsatz von 90 Milliarden Dollar 2023 in etwa 175 Milliarden Dollar 2027 verdoppeln wird. Ja, also das ist schon herausragend. Ja. Ja, richtig. Momentan sind wir bei ungefähr 91 Milliarden US-Dollar. Ja, genau. Genau. Gab es noch einen dritten Punkt? Ja, genau, der dritte Punkt, der ist total wichtig, weil diesen dritten Punkt, den haben viele gar nicht so richtig auf dem Schirm. Und zwar ist das Werbegeschäft von Amazon. Das wird ja erst seit 2021 eigenständig auch ausgewiesen. Hier hatte man 2023 46,9 Milliarden Dollar Umsatz, ein Plus von 24%. Der Konsens, der rechnet bis 2027 hier mit einer Verdopplung des Umsatzes auf 90 Milliarden Dollar. Und das Interessante daran ist, Analysten taxieren etwa 50% Betriebsmarge. Ja. Das ist mehr, als es AWS hat. Ja. Klar, du hast im Werbegeschäft wirklich geringe CapEx, also eine geringe Investitionsneigung. Ja. Das heißt, am Ende wird das Werbegeschäft durchaus fast so viel Profit bringen können wie AWS selbst. Und ja, das wissen viele nicht. Und im Ergebnis siehst du es dann halt, wir haben bei Amazon zweistellige Wachstumsraten bei Umsatz, Profit, insbesondere auch beim freien Cashflow. Das kannst du ja auch in deiner Grafik hier zeigen, Richtung 26, ne, reicht ja, glaube ich, Richtung 100 Milliarden Dollar. Wenn du das ins Verhältnis zur Market Cap von 1,8 Millionen Dollar setzt, ja, dann kommst du etwa auf 5,5% Free Cashflow-Marge gemessen an der Market Cap. Ja, und das schafft von den magischen 7 eigentlich keiner. Also mir fällt da im Moment keiner ein, der das kann. Ja. Genau. Oft heißt es ja, dass die Analystenschätzungen, wenn man sowas sieht, wie jetzt bei Amazon hier im Aktienfinder, dass das wenig glaubwürdig wirkt. Aber ich glaube, Volker hat jetzt schön dargestellt, was wir für 3 Wachstumstreiber haben. Dass es tatsächlich so sein könnte, dass wir hier eine neue, in Anführungszeichen, Wachstumsära sehen bei Amazon und dann die Prognosen sich tatsächlich bewahrheiten könnten. In diesem Fall würde eine schöne Rendite winken. Wenn wir uns das Ganze mal ganz kurz anschauen, hier im Aktienfinder auch, vielleicht auf dem bereinigten Gewinn hier gehen. Oder am besten nehmen wir hier sogar den Cashflow, weil auf den haben wir ja auch den Fokus gelegt. Dann hätten wir hier, jetzt habe ich es doch so, wie ich es eigentlich haben wollte, hier eine schöne Renditeerwartung von sage und schreibe, sogar auf die nächsten ungefähr 2 Jahre 30% jährlich. Das ist natürlich ein bisschen Glaskugel, aber Volker hat gezeigt, dass wir Amazon Depot halten dürfen und dass sich hier um gutes Investment handelt. Unseren einzigen Nicht-Dividendenzahler übrigens. Gut. Ja. Vielleicht eine Sache noch zu Amazon. Wir müssen ja auch sehen, dass Amazon sein Geschäft hauptsächlich in Nordamerika verdient. Ne? Also 61% des Umsatzes kommt ja daher und der Großteil des Gewinns und des freien Cashflows. Das heißt ja auf der anderen Seite auch, dass wir vielleicht international durchaus noch Luft haben für Wachstum und auch für Margenpotenzial. Sollte man vielleicht auch noch mit einbeziehen. Ja, okay. Noch Platz für Wachstum da, auch im klassischen Onlinehandel zum Beispiel. Okay, prima. Dann, also Amazon bleibt im Starterdepot, zack. Aktie Nummer 2, die wahrscheinlich auch im Starterdepot bleiben darf? Darf sie. Das ist die Bechtle, fliegt unter dem Radar des Mainstreams. 2 Aspekte machen den Titel jetzt so auf den ersten Blick wirklich interessant. Das ist zum einen deutsche Midcaps und Bechtle notiert, glaube ich, im MDAX. Deutsche Midcaps sind aktuell extrem unbeliebt, vor allem bei internationalen Investoren. Mhm. Die scheuen den Sektor wie der Teufel das Weihwasser. Du siehst ja am MDAX, dem MDAX fehlen 38% zum Top. Da siehst du, wo es herkommt. Das betrifft dann natürlich auch Bechtle und daraus resultieren am Ende natürlich auch dann Chancen. Und zum anderen, sind ja in den Jahren 2019 bis 2021, war es, glaube ich, wirklich in eine Überbewertung reingelaufen. Du wirst das wahrscheinlich an deinen Multiple-Charts auch gut erkennen können. Mhm. Und diese Überbewertung ist eben jetzt in den letzten Quartalen
komplett abgebaut worden. Genau, ich glaube, wir laufen auf KGV 21 in etwa jetzt hinaus. Ja, richtig, leicht über 20, daraus, genau. Ja, daraus resultieren dann am Ende Chancen. Vom Geschäftsmodell her oder von der Story her ist Bechtle sicherlich interessant, ist auch ein Qualitätsunternehmen. 80 Systemhäuser und E-Commerce-Unternehmen in 14 europäischen Ländern betreibt man. Man profitiert natürlich massiv auch in Zukunft vom Megatrend Digitalisierung. Es geht hier ja auch um Cloud Computing, es geht um Modern Workplaces, um Security und IT as a Service. Ja. Man hat ja zwei Sparten. Das eine ist die Systemhaus-Sparte, ja, für individuelle IT-Lösungen. Dann hast du eben noch den IT-Handel, ja, und den E-Commerce. Da geht es dann um den Verkauf von IT-Produkten und Lösungen, ja, über auch eigene E-Commerce-Plattformen. Da geht es um Computer, Server, Netzwerkgeräte, Software, Lizenzen etc. Ja. Und ja, man hat einen klaren Plan. Man will bis 2030 10 Milliarden Euro Umsatz erreichen. Zum Vergleich, 2024 werden es vermutlich 6,9 Milliarden Euro nach etwa 6,4 Milliarden Euro 2023. Was das Schöne bei Bechtle ist, die wachsen ja nicht nur organisch, sondern die wachsen auch akquisitorisch. Das heißt, es gelingt dem Management wirklich immer wieder kleinere Wettbewerber aufzukaufen und diese dann auch gekonnt zu integrieren. Ja, sieht man am Goodwill hier, richtig. Ja. Vielleicht noch ein aktuelles Beispiel für diese Akquisitionsstrategie. Man hat jetzt gerade iDoTech gekauft. Ja, das ist ein zertifizierter Apple-Reseller im B2B-Umfeld in Spanien. 13 Mitarbeiter, aber 6,4 Millionen Umsatz im letzten Jahr. Und künftig will eben Bechtle zum Beispiel das gesamte Apple-Geschäft in Spanien über iDoTech abwickeln. Da sieht man mal, wie man das so hier eben angeht. Und ja, 2023 war herausfordernd für alle IT-Systemhäuser in Europa. Du weißt, wir haben eine schwache Konjunktur und dennoch ist Bechtle ordentlich gewachsen. 2023 Umsatz, glaube ich, plus 6,8% vor Abzahlen hat man ja, glaube ich, schon gemeldet. Der Vorsteuergewinn ist um 6,7% gestiegen. Das lag auch über Konsens. Wir haben fast 6% Marge im 23er Umfeld erzielt. Das ist stark. Und ja, die Historie belegt halt, ja, Bechtle ist eben auch in der Lage, seine Margen konsequent Schritt für Schritt auszuweiten. Ich denke, das kannst du auch grafisch schön darstellen. Ja, richtig. Das sehen wir auch unter anderem hier, wie die Margen seit Jahren, ja sogar schon seit Jahrzehnten steigen. Und Bechtle ist ja auch noch nebenbei ein KI-Profiteur, so wie Amazon übrigens auch, ne? Insbesondere im Cloud-Geschäft Amazon. Ja, und, ja, definitiv. Über Beratungsdienstleistungen etc. Genau, ich habe sogar eine eigene Homepage, eine eigene URL für KI-Angebote, habe ich gesehen. Ja, ja, genau. Ne? Und du musst auch sehen, die Investitionszurückhaltung der Unternehmen, die wir jetzt gesehen haben im letzten Jahr und auch in Teilen 2022, die muss irgendwann ein Ende haben, denn die Digitalisierung ist halt eine zentrale Rolle und wer darauf verzichtet, wer auch auf KI-Anwendungen verzichtet, der verliert letztlich den Anschluss. Und du weißt, es gibt eine Kooperation von Bechtle mit AWS. Ja, Bechtle hilft halt den Kunden auch bei der Realisierung individueller Cloud-Strategien nebst schnellerer Migration zu AWS. Und ja, KI wird ja halt der nächste Beschleuniger für Bechtle. Das steht also alles noch bevor. Und vor dem Hintergrund können natürlich auch schnell mal Konsensprognosen zu konservativ sein. Ne? Die endgültigen Zahlen nebst Prognose kommen, glaube ich, nach unserer Aufzeichnung hier. Genau, aber ich denke schon, 7-8% Umsatzwachstum 2024 ist drin und deshalb ist auch die Bewertung vor dem Hintergrund völlig in Ordnung. Ja, vielleicht auf die Bilanz noch kurz gucken, 400 Millionen Netto-Liquidität taxiert Warburg für Ende 2024. Also du hast auch wirklich eine sehr gesunde Bilanz, die Dividende steigt kontinuierlich, das kannst du wahrscheinlich auch sehr schön darstellen. Sehen wir hier die Dividende, richtig. Genau. Also eine sehr, sehr solide Aktie, die wir total für Tencent genommen haben zum Jahreswechsel, haben wir Tencent rausgeschmissen und durch Bechtle ersetzt. Und wir glauben, das dass es die bessere Wahl ist. Du musst doch einfach mal überlegen, ne? Hättest du die Aktie vor 10 Jahren gekauft, ja?
dann würdest du heute etwa 10% Dividendenrendite kassieren auf deinen damaligen Einsatz. Ja, also, ja, hätte Fahrradkette. Spaß, hätte. Ja, richtig. Aber die Fahrradkette, die kann ja noch kommen für uns, auch wenn wir später eingestiegen sind. In den nächsten 10 Jahren können wir wahrscheinlich das Gleiche sagen. Ja, prima. Gut, dann die nächste Aktie, Nummer 3, bitte sehr. Novo Nordisk kennen alle. Ihr habt sie im Depot, sehr erfolgreich im Depot. Analysten, genau, Analysten prognostizieren ja, dass der Markt für Gewichtsverlustmedikamente bis Ende des Jahrzehnts auf 100 Milliarden Dollar anschwellen wird. Ja. Analysten wiederum trauen Novo Nordisk zu, dass man etwa die Hälfte des gesamten Marktes eben für sich einnehmen kann. Das wären dann 50 Milliarden Dollar. Bärenberg selbst hat jetzt auch noch mal gesagt, Novo Nordisk und Eli Lilly, die werden langfristig 95% Marktanteil behaupten. Das ist also quasi ein Duopol und Duopole haben auch Preismacht, das weißt du. Zum Vergleich vielleicht mal 2023 lag ja der Gesamtumsatz von Novo Nordisk jetzt auf Dollarbasis gerechnet bei 33,7 Milliarden. Ja, dafür stand die Abnehmspritze VigoY für 4,5 Milliarden Dollar Umsatz gerade mal. Ne? Also auch daran erkennst du, dass hier eben reichlich Luft ist, bei der Aktienkurs natürlich auch schon eine Menge eingepreist hat. Das muss man auch immer wieder mal sagen. Ja, und Novo Nordisk macht das ja auch geschickt, baut die Produktionskapazitäten aus. Ja. Die Mutter Novo Holdings hat ja jetzt Catalent übernommen für 11,5 Milliarden Dollar. Eli Lilly hat sich mal kräftig aufgeregt, dass sie hier so aggressiv vorgegangen sind. Aber das Thema bleibt einfach unglaublich disruptiv, ja, denn Fettleibigkeit, das weißt du, viele Krankheiten hängen da dran, unheimlich viele Krankheiten. Man hat taxiert zum Beispiel nur für Deutschland, ja, durch Übergewicht und Fettleibigkeit mehr Kosten für das Gesundheitssystem von 34 bis 36 Milliarden Dollar. Ja. Ja. Global geht es also in die Billionen. Da siehst du also, was da alles noch an Wachstumspotenzial für Novo Nordisk da ist. Und die Krankenkassen werden es am Ende deshalb auch übernehmen, ja. Ja. Genau, vielleicht noch was die Story angeht, auch total interessant. Es ist so, dass bislang die Taxen bei VigoY auf der Annahme einer 2,4 Milligramm Dosis liegen, ja, für die Patienten. Dann hast du diese 15% Gewichtsreduktion und getestet wird aktuell mit 7,2 Milligramm. Dann hättest du potenziell 20% Gewichtsabnahme. Auch daran siehst du, dass hier noch einiges möglich ist und operativ machen wir uns sicherlich keine Sorgen. Auch die Historie hat das ja gezeigt. Operative Margen, ja, ausgehend von 44,2% aktuell, also 23, und Novo Nordisk sagt, trotz dieser hohen F&E-Investitionen will man Richtung 46% gehen und das kannst du auch sehr schön hier darstellen, was die Margentendenz betrifft, ist historisch ja dann ohnehin eine Erfolgsgeschichte. Definitiv. Also wie gesagt, Novo Nordisk, unser Highflyer im Starterdepot mit um die 180% Kursgewinn mittlerweile, obwohl wir Monat für Monat quasi über eine Ausführung des Aktiensparplans dann unseren Einstandskurs nach oben drücken, nicht nach unten. Sehr schön, genau. Einzige, was mich stört, ist vielleicht die hohe KGV-Bewertung. Wir liegen, glaube ich, um die 40 oder sogar noch ein bisschen höher für 2024, hast natürlich auch eine hohe Gewinndynamik. Denke auch, das kannst du schön in einem KGV-Chart mal zeigen, wie sich dieses KGV dann auch in den nächsten Jahren voraussichtlich abbauen wird. Ne? Also, da könnte man korrigiert auch mal 15%, gehen wir rein. Okay, dann gibst du mir Bescheid oder ich kann. Ach, ich habe ja schon Kauf. Ich habe ja schon Kauf mitgesetzt, aber noch mehr als 15% abwärts. 20 wäre auch besser. Natürlich, ich wünsche dir was. Ja, du hast ja schon ein Stichwort gesagt. Krankenversicherer werden dann die Medikamente bezahlen. Da klingelt es bei mir, wenn ich auf das Skript gucke. Genau, kommen wir zu United Health Group. Ne? Ja. Das Kronjuwel der US-Krankenversicherung, würde ich mal sagen, basiert auch auf zwei Sparten. Ja, du hast das Krankenversicherungsgeschäft, das trägt etwa 55% der Umsätze bei rund 5,6% Marge. Ja, da geht es um Krankenversicherung, um Zahnversicherungen,
Was hier immer wichtiger wird, sind diese Medicare Advantage Pläne, also das sind Privatversicherungen, die dann über die traditionellen Leistungen hinausgehen. Das ist ein Wachstumstrigger für United Health. Dann hast du noch den zweiten Bereich, der nennt sich Optum. Ja, da generiert man 45% der Umsätze etwa, margenmäßig etwas höher, vermutlich um 7%. Ja, da geht es um Gesundheitsmanagement, klinische Dienstleistungen, Analytics, Softwarelösungen, aber auch ganz wichtig hier Dienstleistungen zur Langzeitpflege und Pflegekoordination ja für ältere Menschen, virtuelle Angebote kommen dazu, präventive Vorsorge. Also das sind alles interessante Wachstumstrigger für United Health. Dazu kommen, glaube ich, auch noch Apotheken, Arzneimittelservices. Also ja, sie sind so breit aufgestellt. Eine Bank haben sie ja auch noch. Ja, da gibt es Gesundheitssparkonten, die steuerlich sogar gefördert werden für zukünftige Gesundheitsausgaben. Also spannendes Ding, ja, und man ist natürlich absolut marktführend in Nordamerika. Man hat Preismacht, gibt es eine ganz interessante Kennziffer, die nennt sich Medical Loss Ratio, ja, das ist das Verhältnis von medizinischen Kosten zu den Prämien, ja, und hier liegt man im Durchschnitt 360 Basispunkte besser als die gesamte Peer Group. Also da siehst du schon, dass die wirklich sehr gut dastehen. Und was mir ganz besonders gefällt, und hier kannst du uns den Chart natürlich auch zeigen, es ist ein Free Cashflow Monster. Ja, seit 2013 hat United Health im Schnitt 122% seines Nettogewinns, ja, an freiem Cashflow umgemünzt. Ja, das heißt, du hast eine Free Cashflow Conversion oberhalb des Gewinns, oberhalb von 100%, und sowas gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, denn Free Cashflow schafft ja eigentlich am Ende den wirklichen Mehrwert für die Aktionäre, und das kann United Health sehr, sehr gut. Es gibt auch wieder Zinsen, ja, die Prämien können also hochverzinslich investiert werden. Das sieht insgesamt nicht schlecht aus. Genau, man sieht auch hier, dass der freie Cashflow höher ist, genau das, was du sagst, als der Gewinn, was nicht allzu oft passiert. Ah, Pharmacy Benefit Management machen die auch noch, fällt mir gerade ein. Ah, okay. Also die verhandeln mit Pharmakonzernen über die Medikamentenpreise, die dann ihr eigenes Krankenversicherungsgeschäft zu bezahlen hat, weil die einmal, so wie CVS Health quasi, ist es nicht das Kerngeschäft von der United Health Group, aber sie machen das auch noch. Die Aktie hat aber ein bisschen korrigiert, richtig? Ja, ja, ist ein bisschen runtergekommen. Genau, ich glaube, es gab eine Cyberattacke, ne? Es gab Kartellvorwürfe, die wahrscheinlich aber ausgeräumt werden. Es gab die Diskussion um eine Senkung der Erstattungssätze für diese privat geführten Medicare Advantage Pläne, um 0,2%. Dann kommt ein bisschen Druck drauf. Aktie war ja auch zuvor gut gelaufen. Aber Analysten halten diese 0,2% wirklich für verkraftbar. Du siehst das auch an den Konsensschätzungen der Analysten, ja. Free Cashflow 2024, der wird, glaube ich, auf 29,4 Milliarden Dollar taxiert, soll bis 2027 auf fast 39 Milliarden Dollar steigen. Also hier geht es wohl offensichtlich weiter gut bergauf. Und gemessen am Börsenwert hast du eine Free Cashflow-Rendite von etwa 6,5%. Das ist ein Top-Wert. Ja, da kommt ja auch kein Zins am Ende, selbst in Amerika, wo die Zinsen ja deutlich höher liegen als in Europa, da kommt kein Zins mit. Deshalb, die Bank of America hat es vor ein paar Tagen wirklich richtig formuliert. Sie hat den Titel als Topic im Bereich der verwaltenden Pflege hervorgehoben mit Ziel $675. Heißt, hast fast 40% Kurspotenzial demnach. Und ich kann das eigentlich nur unterschreiben. Auch noch eine Aktie nach Bechtle, die relativ günstig bewertet ist, vielleicht sogar noch etwas attraktiver bewertet momentan als Bechtle. Auf jeden Fall nicht so teuer wie Novo Nordisk. Sehr schön. So, und damit es nicht zu langweilig wird, glaube ich, kommt jetzt mal ein bisschen Kritik. Jetzt kommt die Keule. Was meinst du? Lange Vorbereitung für die Keule, genau. Ja, ich muss ja mit der Lupe suchen, damit ich irgendwas kritisieren kann an deinem. Aber natürlich hast du was gefunden. Natürlich hast du was gefunden. Ja, ich habe die Cisco habe ich gefunden. Ja. Siehst ja auch schon am Chart, es ist etwas problematisch erscheint. Cisco ist ja ein Netzwerkspezialist. Augenscheinlich, wir haben eine tiefe Bewertung, KGV 13,4. Wir haben 3,2% Dividendenrendite, das liest sich ja ganz ordentlich. Aber oft ist es ja so, dass wenn du
gerade in dem Sektor auch KGV-Bewertungen hast, die relativ tief sind, dann kann man sich immer mal hinterfragen, hey, bedeutet das niedrige KGV nicht auch in irgendeiner Weise Probleme, ja? Vergleichbar mit VW, KGV 3 zu 4 oder so, ja, und unendliche Probleme, ne? Also Cisco klingt zunächst attraktiv. Was mir nicht gefällt, ist, dass Cisco zunehmend Marktanteile verliert, und zwar an Arista Network. Ja. Cisco wächst niedrig einstellig, Arista wächst zweistellig, einfach mal im Vergleich. Ja. Es gibt auch noch ein End-to-End-Security-Geschäft. Ja. Da ist Cisco auch nicht konkurrenzfähig, da läuft man Palo Alto weit hinterher. Und wenn du dir mal so die letzten Jahre anguckst, Cisco ist in den letzten 5 Jahren im Schnitt um 3,1% gewachsen. Kannst dir auch hier grafisch darstellen, also nicht sonderlich dynamisch. Ja. Operative Gewinn legt im Schnitt um etwa 4,8% zu. Also das ist alles ziemlich flach, ne? Und dann bekommst du halt diese tiefe Bewertung auch. Und dann ist es hier auch schwer, am Ende eine Bewertungsexpansion hinzubekommen. Was eben sehr auffallend ist bei Cisco, die stehen ja auch insbesondere für diese Switch-Ports, und Cisco hat eben im gleichen Zeitraum, also in diesen 5 Jahren, 1 Million 100, 200 und 400 Gigabyte Switch-Ports in den Datencentern installiert. Arista schaffte das Doppelte, nämlich 2 Millionen. Mhm. Ja, und diese Switch-Ports sind eben total wichtig in diesen Rechenzentren, weil Netzwerkgeräte, die kommunizieren nun mal miteinander, Server, Speichersysteme, Router, Firewalls etc. Und dafür brauchst du diese Switchports, und offensichtlich macht die Arista einiges richtig und Cisco eben einiges falsch. Ne? Wenn du einfach mal bedenkst, was diese Rechenzentren noch an Potenzial haben, das hat ja der Nvidia-Boss Jensen Huang, der hat es ja formuliert, ja, dass er 10% aller Rechenzentren auf wirklich künftige erforderliche KI-Fähigkeiten ausgelegt sind, und er prognostiziert halt, dass hier 2 Billionen Dollar investiert werden können. Und dann wird wohl offensichtlich Arista mehr davon profitieren als Cisco. Also anhand der Kennzahlen, auch im Aktienfinder, kann man das ganz deutlich nachvollziehen, was du sagst. Also Arista Networks performt deutlich besser. Ist ein bisschen schade, weil ich kann mich ja daran erinnern, Cisco war immer schon so ein bisschen Wackelkandidat gewesen. Wir haben auch mal die Community abstimmen lassen, ob sie rausfliegen sollen. Haben die dann auch nochmal analysiert, deshalb, jetzt erinnere ich mich an dieses Intent-Based Networking beispielsweise von Cisco, wo sie gesagt haben, das wird ja alles immer komplexer, die Systemlandschaften, die Netzwerklandschaften, auch die Konfiguration wird immer komplexer, und die wollten durch KI, also schon bevor der KI-Hype losging, wollen sie KI einsetzen für die Netzwerkkonfiguration. Das lief dann unter dem Stichwort Intent-Based Networking, dass man quasi, so wie ChatGPT eine Frage stellt, sagt man dann quasi die Netzwerkkonfiguration ein, und die konkrete Netzwerkkonfiguration der Router, Switches etc. wird dann halt über die KI gelöst. Also hat sich alles auch gut gelesen, aber hat sich bisher jedenfalls nicht in den Kennzahlen niedergeschlagen. Ja, also ich bedanke mich mal für Arista Networks. Und wirklich eine, ich meine, du siehst es ja auch. Du siehst ja auch an deinen Charts. Ja, ich meine, Arista, die lagen 2020 noch bei 2,3 Milliarden Dollar Umsatz und haben das bis 2023 auf 5,8 Milliarden Dollar hochgefahren. Und wenn du mal schaust, wo eure Prognosen hier Richtung 2027 liegen, dann geht das ja offensichtlich schon über 10 Milliarden Dollar hinaus. Das wäre ja nochmal etwa 80% Zuwachs. Und da siehst du, dass da Dynamik drin steckt, und auch was die Margen betrifft. Ne? Wir sprechen hier von 38% operativer Marge. Ja? Auch da kann Cisco bei weitem leider nicht mithalten. Ne? Ja, und ganz starke Bilanz übrigens. Mal gucken, vielleicht fangen die auch mal irgendwann an, Dividende auszuschütten. Spätestens dann kämen die Aktien ins Radar auch vieler neuer Anleger. Ja klar, sitzen ja auch auf Netto-Cash. Etwa 7% vom Börsenwert ist Cash unterfüttert. Und auch das KGV, ja, um 37, glaube ich, aktuell etwa, dürfte sich auch relativ schnell Richtung 26, 27 abbauen. Nur das einzige Problem, ne, sind halt auch sehr gut gelaufen, und das ist halt auch so ein Wert, den kannst du jetzt nicht sofort kaufen, den tust du dir auf deine Watchlist, wartest auf die 20% Korrektur, am liebsten 25% oder 30%. Börse ist leider kein Wunschkonzert, aber dann wird es halt interessant, man muss so einen Wert einfach kennen. Ja, richtig. Interessanter Kaufkandidat mit oder ohne Starter Depot auf jeden Fall. Richtig. Super.
Also, das waren jetzt schon mal fünf interessante Aktien oder fünf interessante Kommentare zu Aktien, die wir haben, plus den sechsten als Vorschlag Arista Networks. Genau. Klasse. Und wie gesagt, der Folger, der ist bei den Berninger Börsenbriefen. Ihr könnt es ja hier im Hintergrund sehen. Und jetzt haben wir was ganz Besonderes für euch, nämlich Kooperation mit Berninger Börsenbriefen. Haben wir jetzt den Aktionärsbrief, in dem du unter anderem Redakteur bist. Ich blende ihn mal hier ein. Und diesen Aktionärsbrief, den bekommst du jetzt als Zuschauer mit einem Rabatt von 50% für 6 Monate. Kannst du ihn also mal testen. Der Aktionärsbrief, ich weiß es nicht, weil ich ihn selbst lese, der erscheint wöchentlich, richtig? Genauso wie unser Premium-Content. Exakt. Und vielleicht möchtest du noch was dazu sagen, Volker? Ja, gerne. Es ist, der Aktionärsbrief ist eigentlich so der klassische Allrounder, den gibt es schon seit 1990. Ja, er wird eben geschrieben von Oliver Kantim und von mir. Und wir legen wirklich viel Wert auf Recherche, Tiefe. Wir legen aber auch viel Wert auf Networking. Ja, also es ist so eine Mischung aus Storytelling und Fundamentalanalyse. Wichtig sind uns Gespräche, gerade auch mit den Unternehmen, mit dem Management. Wir sprechen mit Fondsmanagern, mit Vermögensverwaltern. Wir besuchen Investorenveranstaltungen wie das Eigenkapitalforum in Frankfurt, Investorentage wie den HIT in Hamburg. Das ist alles ziemlich interessant und auch wichtig. Ja, der Brief insgesamt, der umfasst 10 Seiten. Wir beschäftigen uns natürlich nicht nur mit den Einzelwerten, sondern auch mit Makro. Makro ist durchaus wichtig, auch um den Blick aufs Big Picture am Ende nicht zu verlieren. Dem widmen wir halt 2 Seiten, Seite 1 und Seite 2. Dann geht's zu den Einzelwerten. Was wir noch haben, sind verschiedene Rubriken. Wir küren jede Woche einen Bär der Woche. In den letzten Jahren waren das übrigens immer wieder sehr gerne gesehene Gäste, die Wasserstoffwerte, Plug Power und wie sie alle heißen, ja. Immer sehr dankbare Bären der Woche, ja. Genau das Gegenteil von Qualitätswerten. Wir haben ein Parkettgeflüster, was auch schon fast legendär ist. Wir haben da eine hohe Trefferquote jetzt ganz aktuell zum Beispiel mit Encavis. Wir führen 2 erfolgreiche Musterdepots auf Seite 10, das spekulative Portfolio. Ja. Knapp 1.600, 1.700% Performance seit Auflegung. Das wird schon seit über 20 Jahren geführt. Schlägt in dem Bereich, seit es aufgelegt wurde, sogar den Nasdaq 100. Dann haben wir noch ein Allround-Portfolio. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit eurem Starter-Depot. Ein Portfolio mit Blue-Chips, mit wenig Volatilität. Schauen dort auf Dividenden, da sind aktuell Titel drin wie eine Allianz, eine Prysmian, eine Kroger aus den USA, Salesforce, Amazon ist natürlich dabei und Microsoft. Ja, das ist so das, was wir Woche für Woche machen. Genau, super interessant und ich lese es auch tatsächlich immer. Allein schon der Makroüberblick, das ist schön geschrieben. Super. Das Angebot mit den 50% Rabatt gibt unten in der Videobeschreibung. Und dann müsst ihr ein bisschen drauf achten, dass ihr dann hier auf die entsprechende Landingpage kommt. So sieht die aus. Ihr seht auch nochmal Aktienfinder hier, Berninger. Und da gibt es dann eben die erwähnten 50% Rabatt. Hier unten steht das Ganze dann auch nochmal im Detail. So, wir kommen so langsam ans Ende, lieber Volker. Hat Spaß gemacht, war interessant. Absolut. Vielen Dank für den Input, für dein Storytelling. Und, ganz gerne. Genau, und wir können das ja gerne mal wieder machen. Und dann würde ich einfach sagen, hast du noch ein Schlusswort? Ansonsten? Ich würde mich sehr freuen, wenn wir das irgendwie mal wiederholen können. Hat wirklich Spaß gemacht. Und ansonsten bin ich jetzt froh, dass ich hier aus diesem Raum rauskomme, weil wir haben hier gefühlt 28, 29 Grad. Ja, der nächste Sommer kommt bestimmt. Genau. Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Dir danke für den tollen Input. Und der Community sage ich dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.